Hallo zusammen. Ja, heute bin ich wieder unterwegs mit dem Kai und ja, wir schauen uns heute ein altes verlassenes Haus an. Das soll wohl schon seit 2014 leer stehen. Und ja, das Ding, das schauen wir uns jetzt mal an und seid gespannt. Bleibt dran. So, dann kommen wir direkt hier in den Schuppen rein. Da hinten ist die Tür auf. So, da gehen wir jetzt auch mal hin. So, hier haben wir direkt die Toilette eine Badewanne. Ja, richtig. Gucken wir mal hier rein. Hier steht noch ein Kasten Bier. Gucken wir uns doch mal hier an, die Flaschen. Paula noch. Bis 4.2011 haltbar. Kann man jetzt gar nicht sehen. 2011. Ja, hier geht die Treppe nach oben. Da gehen wir aber gleich hin. Wir gehen nochmal zurück und schauen uns jetzt zur rechten diesen Gang an. So, da haben wir hier einen Waschraum, Toilette, noch eine Toilette. Und so eine Sitzbadewanne. Ich mache wieder eine Menge Wäsche auf dem Boden. Ich habe Information 2014. Oh, so eine Lichterkette hier. Das sind mehrere. Ja. Mit ganz dicken Kabeln dran. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier in den Arbeitsraum. Oder Werksraum. Hier ist noch eine Werkbank. Hier habt ihr so, seht ihr so eine Bohrmaschine. Jede Menge Schrauben. So, hier haben wir eine Tür. Die machen wir natürlich jetzt direkt auf. Oh. Hier stehen Weinflaschen. Jede Menge Weinflaschen. Oh, Sektflaschen auch hier. Die sind mit Sicherheit noch genießbar. Da stehen auch noch Weinflaschen da hinten und Sektflasche. Das ist ja noch hier so Jede Menge Alkohol. Ist eine Party? Ja, komm, die Party ist eröffnet. Okay. Wieso, der ist doch noch genießbar. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber trotzdem. Da hinten steht eine Flasche Bowls. Da hinten. Kühlschuh.
gehe mal nach oben. Ja, ja, ich komme mit. Komm. So, jetzt gehen wir mal wieder hier raus. Hier ist noch eine ganz alte Taschenlampe, die kenne ich auch noch. Mhm. Was hat man denn hier? Was ist los? Was ist das denn? Das ist vom Rasenmäher. Das sieht so aus. Die ganzen Spinnenweben, guckt euch das, das seht ihr ja gar nicht. Doch, jetzt. Heftig. Und eine uralte Lampe da ganz hinten, schaut mal. Da ganz hinten hängt sie. Sehr schön, die uralte Lampe da hinten. Die Petroleumlampe, ja, da hing ja hier im Nachbarraum eine relativ neue, sag ich jetzt mal. Ja. Ich jetzt auch. Schon gewählt worden. Wer immer hier vor uns war, hat schon ordentlich gekramt. Nein. So, gehen wir mal direkt in die Küche. Zimmer. Ich muss jetzt tierisch aufpassen. Also ein bisschen Licht kann man ruhig machen. Hier steht noch ein alter Fernseher. Ein DVD-Player haben wir da. Thank you.
Guck mal, direkt im Schlafzimmer. Hier haben wir direkt einen Kleiderschrank. Und wie ihr sehen könnt, alles durchspült worden. Da hinten die Schranktür kaputt. Backautomat. Also ein Brotbackautomat hier. Das ist ein alter Fernseher hier. Ein altes Klavier. Und hier haben wir auch wieder. Das ist ja mal geil. Leute, das muss ich mir mal anschauen. Das ist ja mal stark. Guck mal. Da liegen doch bestimmt. Nee. Mega. Um da reinzukommen, da muss ich echt kriechen. Also hier sind jede Menge alte Bücher. Schulhefte zum Beispiel auch hier. Jede Menge. Also diese Person, die hier gewohnt hat, die hat also viel aufgehoben aus damaligen Zeiten. Ja, schön. Jetzt haben wir ein Regal hier, diverse Gegenstände wie Bücher, ein paar Dekos, kleine Sektfläschchen, nochmal Bücher, Rezept für Regina. Hier haben wir, so wie es aussieht, ein Gästebett und nochmal so einen schönen alten Kleiderschrank. Der sieht ja mal auch schön aus. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Hier haben wir einen Karton mit Weihnachtsdekoration, auch einen künstlichen Tannenbaum da drin. Da vorne liegt ein Adventskranz. Da haben wir noch alte Bilder. Hier ist nochmal so ein ganz alter Schrank. Ihr könnt es sehen. Hier so ein Nähkästchen, ein altes Klappbett. Eine alte Kaffeemühle da hinten. Ganz alte Kaffeemühle. Wieder jede Menge Bücher. Jetzt kommen wir in den Wandschrank. Das ist eine Kammer, haben wir wieder sowas. Aber ich kann hier nur in geduckter Haltung. Das geht auch bis da hinten hin. Leute. Da habe ich keine Lust. Nee. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen, was da hinten alles so liegt. Bücher. Ein Korb aus Stroh. Ein Eimer da ganz hinten. Ja. Hier geht das auch noch weiter. Da liegt ein alter Koffer da hinten. Ja. Gehen wir mal wieder hier raus. Ach, guck mal hier. Eine alte Schreibmaschine. Hier steht auch wieder so ein alter Puppenwagen. Aber das ist ein Kinderwagen. So sahen die früher aus. Alte Glühbirnen. Da hier raus.
hängt noch so eine alte Uhr. Aber hier ist die Zeit auch schon längst stehen geblieben. Kleines Puppentheater haben wir da hinten. Schaut mal. Schön. Eine alte Urkunde. So, dann sind wir hier fertig. Hier haben wir so einen kleinen Schuhschrank. So, wir sind jetzt durch. Es gab also jede Menge zu sehen. Also sehr traurig, dass sowas alles zurückgelassen wurde. Viele Schätze aus vergangenen Zeiten. Richtig, die ganz alten Sachen, da die Bücher und Erinnerungsstücke aus Urlaub. Fotos vor allen Dingen und Briefe und ja. Ja, das kann man alles nicht verstehen. Die Summe eines ganzen Lebens, ne? Alles wird einfach zurückgelassen. Ich vermute mal, die Dame ist, oder je nachdem, wer da gewohnt hat, ist verstorben. Und keiner kümmert sich mehr darum und dann bleibt das halt so. Das ist traurig. Schade. Sehr schade eigentlich, ja. Ja, dann, wie gesagt, schaut auch mal beim Kai unten, den verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Der macht auch sehr tolle Videos. Und ja, ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.